Ja, hi, jo, hi, ja, ha. Diese Kerze ist immer da. Vom Video, tralalalala. Ha. Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Beichten und ja, wir sind jetzt im Teil 3. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir wieder ein paar Beichten zugeschickt habt und ja, wir werden direkt anfangen mit der ersten Beichte. Ja, Beichte Nummer 1, Grüße gehen raus. Ich, männlich 40, beichte, habe seit 25 Jahren nicht Tetris durchgespielt, meine Herren. Ja, da habe ich ja schon mal drunter kommentiert, Tetris kann man ja gar nicht durchspielen. Das weiß ich und der Entwickler, in, ich glaube, gebürtig aus Russland kommt, der hat aus so einem einfachen Spiel extrem viel Cash gemacht, ne? Finde ich einfach krass. Und ja, wir warten einfach drauf, ob irgendjemand mal Tetris durchspielt. Aber wäre irgendwie witzig, ne? Wenn es dann doch ein Ende geben würde, wäre irgendwie witzig. Aber ich glaub's nicht. Also ich glaube, man kann ja nur unendlich viele Punkte sammeln. Cool wäre es irgendwie schon, wenn nach 3 Milliarden Jahren dann irgendwann jemand dazukommt und, keine Ahnung, ein Jahr jeden Tag durchgehend ohne Unterbrechung Tetris spielt und dann wirklich das Spiel durchspielt. Wäre mega witzig. Wäre richtig, richtig witzig. Ja, und damit sind wir bei Beichte 2. Ja, also die Beichte fand ich ein bisschen heftig, aber ich habe sie trotzdem mal mit reingenommen. Ich, männlich 23, beichte, dass ich mit 14 eine Katze aus dem Fenster geworfen habe. In Klammern, sie ist nicht gestorben. Und wenn du mir in Klammern schon schreibst, sie ist nicht gestorben, war deine Intention dahinter, dass sie stirbt oder was? Oder wolltest du einfach nur mal gucken, mal gucken, was mit der Katze passiert? Also ich finde sowas mega heftig und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du vor mir stehen würdest, würde ich mit dir einen Kaffee trinken gehen und mal nochmal darüber reden, weil geht gar nicht, Tierquälerei. Vor allen Dingen, wenn du mir schon in Klammern schreibst, sie ist nicht gestorben, wolltest du bestimmt ausprobieren, ob sie, oder du wolltest die mit der Intention aus dem Fenster werfen, dass sie stirbt. Und das finde ich mega heftig. Also wirklich, da muss ich wirklich mal ein Wort benutzen, was ich selten benutze, aber das ist in meinen Augen Abschaum. Also wirklich, sorry, aber finde ich einfach, da fehlen mir einfach die Wörter zu. Ne? Also ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare drunter schreiben, aber ich finde sowas einfach nur mega heftig. Vor allen Dingen, was war die Idee dahinter? Was war die Idee dahinter? Also man wirft ja nicht einfach so Tiere aus dem Fenster. Also man muss ja irgendeine Idee dahinter haben. So, will man gucken, ob die Katze sich retten kann? Will man gucken, ob die Katze stirbt? Und ich muss dazu sagen, wir haben damals, da war ich ein kleiner Bubele, meine Oma war ja mega tierlieb und wir hatten eine Katze, die ist uns immer hinterhergelaufen. War eine Streunerkatze, die ist auf der Straße aufgewachsen und die ist uns die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und ja, einen Monat lang haben wir sie da nie genommen, aber dann irgendwann hat meine Oma gesagt, komm, wir nehmen sie jetzt mal mit, weil wir wussten nicht, ob sie vielleicht doch jemanden gehört, aber wir haben in Monat, wie alt war ich noch, 6 oder sowas, wir haben aber gesehen, dass die Katze immer dünner wurde und dann wussten wir, okay, gut, das kann nur eine Streunerkatze sein. Sie haben wir mitgenommen, haben im 6. Stock gewohnt und ich glaube, naja, nach 3 Monaten ist die, und das stimmt jetzt wirklich, die ist dann aus dem 6. Stock gesprungen und hat das wirklich überlebt, die ist dann wirklich abgehauen, aber wir haben sie nicht rausgeworfen, sondern einfach nur, ich denke mal, einfach der Drang nach Freiheit war bei ihr sehr, sehr groß und da ist sie wirklich aus dem Fenster gesprungen, aus dem 6. Stock, aber sie hat zum Glück überlebt. Also Heuler, die Waldfee. Muss aber auch dazu sagen, die hat natürlich unsere ganzen Möbel kaputt gemacht, aber trotzdem haben wir die Katze geliebt. Ich habe sie dann auch mit 6 Jahren, ich bin nach runtergerannt mit meiner Oma zusammen, wir haben die Katze gesucht mit Leckerli, aber sie war dann weg. Sie war dann leider weg. Und ja, da kommen wir zur dritten Beichte. Ja, ich weiblich 16 beichte, dass ich zu Montana Blacks Videos masturbiere. Wenn man sonst keine Hobbys hat, finde ich ein bisschen. Aber das Krasse ist, das habe ich schon öfters gelesen. Ne? Also das scheint wohl. Das habe ich sogar, ich glaube, dieselbe Beichte. Ich glaube aber, da war die Dame ein bisschen älter. Habe ich auch schon gelesen bei Beichtstuhl. Da war auch irgendwie eine Dame, die die Videos angeguckt hat und dazu masturbiert hat.
ja, wem es gefällt, also wenn man sich nie lieber einen Kerl suchen will, okay. Aber ich habe es auch schon gelesen, dass manche zum Beispiel zu anderen YouTubern wirklich dann irgendwie das als Vorlage nehmen. Finde ich total creepy, ey. Finde ich total creepy. Zum Glück bin ich hässlich genug und ich weiß, bei mir wird das nie passieren. Das ist mein großer Vorteil. Und selbst wenn das irgendwann mal passieren sollte, solche Beichten will ich gar nicht haben. Bitte, behaltet sie vor euch. Bitte, tut mir den Gefallen. Ich möchte das nicht wissen. Auf zur nächsten Beichte. Ja, die Beichte finde ich wiederum, ja, okay. Muss der Mann selber wissen. Ich, männlich 31, beichte, dass ich meiner Frau 36 seit 3 Jahren fremdgehe. Und ich denke mal, die Frau weiß es nicht, ne? Das finde ich irgendwie, ja, dazu kann ich einfach nur sagen, mega ehrenlos von dir. Und ihr seid ja länger als 3 Jahre zusammen. Also du schreibst dich seit 3 Jahren fremdgehen und ich denke mal, ihr habt euch früher kennengelernt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr so eine Beziehung hattet, die mindestens über 5 Jahre schon geht. Und das ist einfach mega ehrenlos. Also kann ich nichts zu sagen. Also ich denke mal, du wirst nach Arbeit oder so immer dann zu ihr gehen, ne? Und lässt deine Frau in... Ja, lässt deine Frau zu Hause sitzen, zu Hause hoffen, die für dich, Dreckskerl, noch Essen macht, die Bude für dich aufräumt und sich vielleicht, wenn ihr Kinder habt, ich weiß ja nicht, aber wenn ihr Kinder habt, sich um die Kinder kümmert und du kommst nie mal auf die Idee, deine Frau mal Liebe zurückzugeben oder so, sondern du kommst auf die Idee, ach gut, ich gehe jetzt mal fremd, weil meine Frau mir irgendwie zu langweilig geworden ist. Ehrenlos, schäm dich und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Menschen, ja, werde ich nie Respekt zollen. Sei wenigstens, hab wenigstens die Eier, geht zu deiner Frau hin und trenn dich von deiner Frau. Hab doch wenigstens die Eier und sei ehrlich, sag hier, pass auf, Schatz, es läuft nicht mehr. Ich möchte mich von dir trennen. Wenn du wenigstens da Eier beweisen würdest, aber wenn du deiner Frau jetzt schon 3 Jahre fremd gehst, dann wirst du noch nicht mal die Eier beweisen können, weil du einfach keine Eier hast. Das ist so traurig, aber hab wenigstens die Eier. Tu mir den Gefallen, hab die Eier und trenn dich von deiner Frau. Und sei auch noch so ehrlich und sag, dass du ihr jetzt schon 3 Jahre fremd gehst. Vielleicht geht's ja schon länger. Und ja, kann ich einfach nichts mehr zu sagen, finde ich einfach mega ehrenlos und werde ich nie verstehen, kann ich auch nie verstehen. Also wenn man seine Frau nie liebt oder wenn man allgemein seinen Partner nicht mehr liebt, dann sollte man mit dem Partner drüber reden, sollte man einfach sagen, es funktioniert nicht mehr. Jeder geht seine getrennten Wege. Es öffnen sich immer wieder 5000 neue Türen, ist einfach so. Man sollte dann wenigstens die Eier haben und das sagen. Punkt aus Ende. Und gar nicht erst damit anfangen, das über WhatsApp zu klären oder über eine SMS zu klären, weil das ist mega eierlos und mega ehrenlos. Klärt das privat, sagt hier, es funktioniert nicht mal und dann ist gut. Mehr kann ich dazu nie sagen. Auf zur nächsten Beichte. Ich, weiblich 24, beichte, dass der Sommer langsam wieder kommen soll. Ich will endlich wieder mehr Haut zeigen. Ja, möchte ich auch. Also, ich bin ja eh ein absoluter Sommertyp. Also von mir aus können irgendwann durch die Erderwärmung hier in Deutschland 40 Grad Durchschnittstemperatur sein. Das ist mir egal. Ich schwitze lieber, anstatt zu frieren. Ist einfach so. Und ich finde das einfach viel angenehmer, endlich wieder mit Tanktops rumzulaufen, mit kurzer Hose rumzulaufen und meinen fetten Bauch endlich mal wieder zu präsentieren. Obwohl ich sagen muss, ich möchte dieses Jahr wieder anfangen mit Sport. Ich will meinen Bauch ein bisschen weg haben und wieder an Bizeps gewinnen und Trizeps. Aber ja, ich war da auch nur drauf. Also hätte ich genug Geld, würde ich, keine Ahnung, irgendwo ausreißen. Portugal, irgendwo hin, wo es schön warm ist. Nicht zu warm, aber schön warm, ne? Von mir auch, ja gut, Spanien ist sehr warm, also da war ich ja sehr, sehr oft Urlaub machen. Spanien ist wirklich ein bisschen zu warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gab es Abende, da mussten wir, und das haben die uns dann auch im Hotel an der Rezeption gesagt,
da musste man wirklich Eiswürfel mit ins Bett nehmen. Ne, da musste man eine Tüte nehmen, Eiswürfel reinmachen, weil du konntest einfach nicht schlafen. Du konntest einfach nicht schlafen, so scheiße warm war das. Also da war eine Sauna, ein Scheißdreck gegen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Beichte. Weil die Beichte finde ich mega heftig. Ich, männlich 55, beichte, dass Corona meine Selbstständigkeit zerstört hat. Ich mein Haus verloren habe und gleichzeitig meine Familie. Das finde ich, ich kann jetzt hier mein Mitleid zeigen, aber das ist dir, glaube ich, in dem Sinne scheißegal. Und ich fühle definitiv mit den Leuten, die einfach nicht mehr können und die ihre Läden jetzt dicht machen müssen. Gerade mir tut es auch immer für die Leute leid, die vielleicht Anfang 2019 oder Ende 2018 in die Selbstständigkeit gegangen sind und alles verloren haben. Ne? Vielleicht auch noch eine Hypothek aufs Haus gesetzt haben und alles nicht mehr bezahlen konnten und dann jetzt vor einem Trümmerhaufen stehen. Und ich verstehe da definitiv, dass da manche Leute gegen die Corona-Politik vorgehen möchten. Kann ich einfach verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich bin nicht in der Selbstständigkeit, aber ich kann es mir vorstellen, wie scheiße das ist, wenn man einfach mal alles verliert. Und in deinem Fall, du hast dein Haus verloren, was du vielleicht selber noch gebaut hast oder was du mit deiner Selbstständigkeit dir gekauft hast. Und dementsprechend dann auch deine Familie, weil sie vielleicht selber nicht mehr damit zurechtkam. Das ist wirklich nicht nur ein Schlag in die Magengrube, sondern es gibt natürlich leider auch dann viele Menschen, die dann den einzigen Ausweg sehen, leider vielleicht in eine Drogengeschichte geraten oder noch schlimmer wirklich den Ausweg finden Richtung Suizid. Und ich will gar nicht wissen, und das wird leider auch in den Medien leider gar nicht so krass breitgetragen, aber ich möchte es gerne mal wissen, wie hoch die Suizidrate 2019 und jetzt ist. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Suizidrate gestiegen ist. Und die wird noch weiter steigen, weil dieses Jahr werden noch mehr Selbstständige ihre Selbstständigkeit verlieren. Und auch die nächsten Jahre. Ne? Wir müssen erstmal dann, wenn wir irgendwann aus der Corona-Krise rauskommen, müssen wir einfach immer noch 3-4 Jahre warten, bis sich die Wirtschaft wieder erholt hat. Und das Schlimmste ist momentan, und da bin ich auch ein absoluter Gegner, dass einfach die Corona-Hilfen für Selbstständige erstens zu spät kommen und zweitens, dass sie viel zu niedrig sind. Also ich kenne zum Beispiel eine, die hat einen kleinen Laden, die macht Nägel, die macht Tätowierungen, Piercings und die steht jetzt schon 30.000 in der Kreide und kriegt irgendwie eine Corona-Hilfe von 6.000. Oder die Miete wird erstmal für einen Monat, für 2 Monate aufgehoben, aber die Miete musst du dann im Endeffekt natürlich nachzahlen mit dem Geld, was sie nicht hat, weil sie ihren Laden nicht öffnen kann. Und das sowas finde ich mega heftig und da finde ich einfach, hat die Politik ja, da ist er einfach gescheitert. Da ist er einfach gescheitert und ich finde, da muss die Politik jetzt ganz, ganz, ganz schnell wieder aufholen. Also wirklich, da muss die Politik ganz schnell die Reißleine ziehen und gerade die kleinen Unternehmer viel besser unterstützen. Und ja, ich kann dir nur sagen, ich wünsche dir viel, viel Glück weiterhin. Ist mega heftig, also wie schon gesagt, ich kann es mir ganz gut vorstellen, wenn man wirklich alles verliert. Aber ich hoffe, du findest wieder zu dir selbst. Ruh dich ein bisschen aus. Und wenn du Hilfe brauchst, such definitiv einen Arzt, einen Allgemeinmediziner. Oder wenn es ganz schlimm ist, geh zum Psychiater, zum Psychologen. Und ich kann nur sagen, ich wünsche viel Glück auf deinem weiteren Weg. Aber nimm bitte nicht den Ausweg Suizid, weil es wird wieder irgendwann besser. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich weiß, es ist gerade eine beschissene Zeit. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit. Aber auch wenn sich 5 Milliarden Türen schließen,
irgendwann geht eine Tür wieder auf. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Beichte. Es tut mir leid, aber die Beichte musste ich einfach für mein Ego wieder reinnehmen. Ich musste die Beichte einfach wieder für mein Ego reinnehmen. Es tut mir leid. Grüße gehen raus. Ich, weiblich 16, beichte, dass ich dich attraktiv finde. Ich habe es einfach nur reingenommen. Tut für mein Ego einfach gut. Aber ich muss dazu sagen, 16 geht bei mir gar nicht. Also, ne, absolut gar nicht. Also, alles, was unter 18 ist, und selbst 18 finde ich viel zu jung, muss ich dazu sagen, geht bei mir gar nicht. Aber ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Vielen, 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 vielen Dank. Fang bitte nicht an, wie bei der anderen Beichte. Wenn, dann will ich das gar nicht wissen. Vielen, vielen Dank. Gefällt mir. Und ja, die habe ich jetzt einfach nur reingenommen, die Beichte für mein Ego. Es tut mir leid. Und Grüße gehen raus, aber du findest bestimmt einen Kerl, der vielleicht so alt ist wie du oder ein Jahr älter oder sowas. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Beichte. Tschüssi. Ja, gut, ne? Ich, weiblich 21, beichte, dass mein Freund auf Natursekt steht und ich seinen Wunsch erfülle. ja, für die Leute, die nicht wissen, was Natursekt ist, das ist Urin. Es gibt einen Fetisch. Bei Männlein, aber auch bei Weiblein. Die stehen halt drauf, wenn man, ja, in Mund oder so sein Geschäft verrichtet. Und vielleicht habt ihr auch schon mal was von Kaviar gehört. Nein, ich meine nicht das zum Essen. Es gibt auch einen Fetisch. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja, es gibt halt Männer oder Frauen, die stehen halt auch auf Kaviar. Das ist halt eine andere Ausscheidung. Ihr wisst definitiv, was ich damit meine. Und ja, die essen das dann wirklich und schlucken das. Finde ich mega eklig. Also ich, nee, geht bei mir absolut gar nicht. Also, bäh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mega experimentierfreudig, ne? Also ich probiere immer gerne neue Sachen aus, aber das sind so Sachen, die gehen mir einfach eindeutig viel zu weit und die würde ich auch nie ausprobieren wollen. Never, never, ever, niemals. Also das finde ich, total eklig. Aber wie schon gesagt, also ja, wenn da drauf Leute stehen, ja, ist halt absolut nicht mein Fall, aber wenn die Leute es schön finden, gut heißen, keine Ahnung, ist okay, ist halt ein Fetisch. Mein Fetisch ist es nicht, wird es auch nie sein. Ja, ist okay, sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Beichte. Ja, ich, männlich 15, beichte, dass ich in meine Lehrerin verliebt bin und ich gerne Sex mit ihr haben möchte. Also ich hoffe natürlich, solange du das nie ausführst oder solange du einfach nur mehr mit 15 hat man, ist man halt in der Pubertät voll drin und ja, solange du das abends dann mit dir selber dann ausführst, ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn du die als Fantasie nimmst, ist vollkommen in Ordnung, aber du darfst halt mit 15 Jahren auch nicht vergessen, mit 15 ist man glaube in der 8. oder in der 9., ne? Ich glaube in der 8. oder in der 9. ungefähr um den Dreh. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass sie, wenn es zu weit geht, natürlich auch ihren Job verlieren kann. Ich weiß ja nicht, wie sie zu dir steht, aber wenn du zu aufdringlich wirst und irgendwann anfängst mit Liebesbriefen und vielleicht findet das irgendwann ein Falscher heraus, dass du Liebesbriefe schreibst, der fasst das so komplett anders auf. Der geht dann zum Chef, Chefin oder zu anderen Lehrern, Lehrerin und sagt, ja, ich glaube, die Lehrerin hat eine Beziehung mit einem 15-Jährigen. Dann verliert die ganz schnell ihren Job, vielleicht nur noch die Familie
Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Also fang gar nicht erst damit an, irgendwelche Liebesbriefe zu schreiben oder so. Lass das alles in deiner Fantasie. Da ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn du das irgendwie in deiner Fantasie mit 15 Jahren auslebst. Vollkommen legitim. Du wirst auch irgendwann eine Freundin finden, die in deinem Alter ist. Oder einen Freund, je nachdem. Aber lass bitte deine Lehrerin sein. Und fang gar nicht, bitte, tu mir den Gefallen, fang gar nicht erst an, irgendwie in ihr Privatleben, ja, dich da einzumischen und vielleicht dann noch dahinterherzustellen. Oder wirklich mit Liebesbriefen, weil dann, wie schon gesagt, irgendwann kann es wirklich passieren, dass es ein Falscher in die Finger bekommt, der das falsch auffasst und dann vielleicht auch noch einen Schritt geht und zur Polizei geht oder sowas. Na, sie verliert alles, nicht du, sie verliert alles. Auch wenn es gar nicht stimmt, auch wenn sie gar nichts von dir möchte oder sowas, aber sie verliert alles. Also Gerüchte, mit Gerüchten wurde schon so viel zerstört. Wie schon gesagt, lass es in deiner Fantasie. Na, da kommst du auch bald noch raus. Aber tu bitte nicht mehr. Ja, und da kommen wir zur letzten Beichte. Ich, weiblich, doch weiblich, krass, beichte, dass ich jeden Tag in einen Swingerclub gehe. Ich dachte echt männlich, aber nee, weiblich. Okay, also jeden Tag in Swingerclub. also ich denke mal, du wirst Single sein oder gehst mit deinem Partner zusammen ins Swingerclub, aber jeden Tag bezahlt man da nie Eintritt oder irgendwas? Ich weiß nicht, wie es im Swingerclub abgeht, aber da bezahlt man doch Eintritt. Oder liege ich da falsch? Also jeden Tag nach der Arbeit oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da so eine Swingerclub-Clubkarte gibt, aber will ich auch gar nicht wissen, muss ich dazu sagen. Das möchte ich auch gar nicht wissen, aber wirklich jeden Tag im Swingerclub. Ey, also ich will ja gar nicht wissen, was du verdienst, aber ich hab schon öfter so gehört. Ist ja vollkommen legitim, das kann man ja ruhig machen. In seiner Freizeit kann man machen, was man möchte, und wenn man auf sowas steht. Ich selber kann mir darunter immer voll wenig vorstellen. Ich habe mich damit noch gar nicht so befasst, aber das ist ja, man geht da so rein. Und das ist ja wie so eine, man kann sagen, wie so eine Sexparty. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Man geht da so rein und sind halt alle nackt und irgendwie jeder hat da was mit jedem irgendwie zu tun, natürlich mit Verhüten und sowas. Und manchmal läuft da auch Musik. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe, da gibt es auch Gruppensex und Pipapo. Ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben, ob ich das richtig auffasse. Wie schon gesagt, mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht so befasst, weil es auch nichts für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man, wie schon gesagt, ich denke, man muss da bestimmt doch auch Eintritt bezahlen. Oder gibt es da irgendwie so eine Zwingerclub-Clubkarte? Und selbst wenn, also jeden Tag, das ist schon, hört sich ja fast schon so ein bisschen wie eine Sucht an, so ein ganz kleines bisschen. Aber hey, wie schon gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Das wäre auch überhaupt gar nicht mein Fall. Also gar nicht. Und das wirklich auch noch jeden Tag. Aber ich muss sagen, das ist besser als Natursekt oder Kaviar. Ja, und das war die letzte Beichte. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht, auch wenn eine Beichte, ja, mit der Katze, wie schon gesagt, nicht so schön war, aber ich wollte die unbedingt mal reinhaben, weil ich wollte einfach mal dazu was sagen. Ich hoffe, du machst sowas nie wieder oder kommst gar nicht erst so auf den Trichter, dass du irgendwann vielleicht noch Tiere quälst oder sowas, ne? Und ja, lass dir helfen und pass auf, dass nie irgendwann Leute mal zu dir kommen, ne? Weil mit 23 sollte man schon ein bisschen Krebs haben. Pass auf, dass dann irgendwann Leute mal zu dir kommen, die das vielleicht sehen. Und dann wunderst du dich vielleicht, dass du dann irgendwie in Krankenhaus landest oder sowas, ne? Ist halt einfach so. Sorry. Muss ich halt sagen. Also wenn ich sowas sehen würde, dass jemand irgendwie ein Tier quält. Und ich habe schon krasse Videos leider auf Facebook gesehen. Wirklich krasse Videos. Wo dann, sage ich jetzt einfach mal, so ein Hund wirklich angezündet wurde. Ich hatte da in dem Moment so eine Wut. Ich wollte da wirklich zu den Jugendlichen gehen und ich hätte die sowas von zusammengeschlagen oder die vielleicht selber noch angezündet und dann noch dumm gelacht und Kamera hingehalten. Sorry. Ist einfach so, da kriege ich wirklich so einen Hals.
Tut mir leid, aber geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Genauso wie das Thema, es kommt aber dann in der nächsten Beichte. Frauen schlagen. Kommt aber in der nächsten Beichte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde wieder eine Umfrage machen, ob ihr Bock habt auf den nächsten Teil. Und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.